Derweil im Praios-Tempel. Ja, das mit dem Sonnenlicht-Elixier hatte ich ja schon angeraten, da kam nichts. Müssen wir nicht weiter ausspielen. Genau, aber du wolltest, glaube ich, die Knolle holen? Nicht alleine, nein. Nicht Nicht ohne alleine. Befehl. Gut. Nee, Ich gut, wollte einfach dann. nur nach den Dings gucken, kurz immer ein paar dafür danken, dass ich noch am Leben bin. Den Geweihten auf die Schulter klopfen und wieder gehen. Da findet auch gerade ein Gottesdienst statt für diejenigen, die gerade aus der Schlacht gekommen sind. Du siehst in aufgerissene, trockene Augen, rot verkrustet. Die Menschen haben den Schrecken der Niederhölle erlebt. Wenige sind hier nur verletzt, aber vor allem ist es dann die Seele, die dann hier sehr gelitten hat, und sie hängen an den Lippen derjenigen, die hier gerade ihre Zeremonie abhalten. Das, was hier tatsächlich passiert ist, und das habe ich schon öfter beschrieben, dass die Seele der Menschen bricht, wenn sie dann hier gegen, ja, Verstorbene in den Kampf ziehen. Dass sie dann hier in ihren Grundfesten erschüttert werden. Sonnenlicht-Elixier wirst du hier, wie gesagt, nicht bekommen. Und ja, dann könnt ihr euch erneut sammeln. Gemeinsam mit Rakala von Horsen Rabenmund. Oder möchtet ihr alleine irgendwo rumziehen? Ich Ihr würde ganz wollt gerne wieder zum zum... Tempel zurück. Ja, Ich erzähl würde ganz mir. gerne zum Treffen mit Rakala. Ja. Also, Rakala wird auf alle Fälle sich kurz mit einigen Magiern besprechen. Die sind dann zum großen Teil in Bokamalet. Aber auch einige Nandus-gefälligere Magier, die dann an Marstall der fürstlichen Reiterei anzutreffen sind. Also auch da, wo Ömer schon seinen Bericht abgegeben hat. Es gibt da eine kurze Besprechung, und dann würde Rakala sich gerne von dir, Isarun, die Knolle aushändigen lassen, sprich, du kannst dann wieder zurück zum Tempel, wo dann Ömer euch auch begleiten will, und Yharlan wird dann darum gebeten, dass er die Knolle aus dem Tempel holt. Also wir sind jetzt alle wieder im Zahntempel. Genau, vor dem Zartempel steht ihr, sitzt ihr, und Rakala und Isarun kommen auf euch zu. Eure Exzellenz, mein Gast Isarun. Ja, keine Zeit für Höflichkeiten, ohne Meldung. Wo ist die Knolle? Den Bleikammern des Praxis-Tempels natürlich, da wo sie hingehört. Ja, dann holt sie wieder heraus. Wir brauchen sie jetzt und hier. Ich nehme an, ihr Die habt einen Schein. Prophezeiung, die wohl für Ömer bestimmt war, muss erfüllt werden. Ich nehme an, ihr habt eine schriftliche Anordnung. Wo soll ich die denn herziehen? Ich komme direkt aus dem Schlachtfeld. Natürlich. Besorgt mir die Knolle, jetzt! Ja, macht dann auch Kehrt. Kommt. Sammeln jeden an, der mitkommen will, und los zum Praxistempel. Immer kommt auch mit, das Spektakel lässt sich nicht entgehen. Ja, Rafim putzt gerade mit seinem blutigen Lappen sein Schwert. Wartet, ich komm mit. Gehen wir gerade. Ja, wenn ihr den Tempel betretet, könnt ihr schon etwas umsehen. Und ja, Yharlan erkennt den Ordenshochmeister Raferian hier. Musst du dem den Bericht erstatten, ganz schnell. Muss immer, ich muss. Sieht er mich auch? Er sieht dich gerade noch nicht, nein. Steht aber wohl gerade vor der Tür der Sakristei und schaut mit einem sehr unzufriedenen Blick gerade zu zwei, drei anderen Bandstrahlern, die hier rumstehen, und gibt denen wohl gerade ein paar Befehle. Ist der Geweihte, der die Bleikammern verwaltet, in auch hier. Der ist wohl Vorzugsweise gerade da in war. der Zeremonie. Und du weißt, dass die eine Stunde dauert. Meine Herrschaften, ich fürchte, ich muss Bericht erstatten. Haltet euch kurz. Meint ihr den Bericht, womit uns da vorne alle gleich zum Tode verurteilen will? Den? Eben jener. Was möchtest du denn groß berichten, dass du eine halbe Stunde geschlafen hast? Ich muss Ihnen berichten, dass Angenbruch die Knolle gestohlen hat und dass wir sie hier eingelagert haben. Das gefällt mir jetzt nicht. Es ist der Wille des Herrn Paios, dass dem Hochmeister nichts verschwiegen wird. Ja, dann sterben wir aber alle. Euer Mangel an Göttervertrauen ist beklagenswert.
Ömer, hast du deinen Reisesäckel bereit? Ich glaube, es ist soweit. Alles am Mann. Gut. Ich gehe schon mal in Ausgang Tempel, während ihr euch dann hängen lasst. Da bin ja, Raphim, ich komm mit. Wir gucken schon mal nach, dass die Pferde bereit sind für unseren nächsten Ausritt oder so. Natürlich, natürlich. Falls irgendeiner von euch überlebt, viel Spaß. Dann erzählt ihm doch einfach lieber etwas davon, dass ihr von Mersingen getroffen habt. Das ist seine Funktion als Hochmeister des Ordens allerdings nicht relevant. Wie lange glaubt ihr, dauert das? Die Hofmage hat gesagt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wollt ihr in den Götterdienst stürmen und ihn unterbrechen, um den Gewalten darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Schlüssel zu den Bleikammern brauchen? Nicht alle Geweihte sind doch jetzt im Dienst, oder? Irgendwer muss ja schon dafür sorgen, dass die Bleikammern bewacht werden. Irgendwer wird dort unten Stellung halten, ja. Außerdem, nun wollen wir warten, bis die Predigt zu Ende ist und noch hunderte weitere Soldaten gefallen sind und der Feind seine Pläne durchgeführt hat. Ich bin immer dafür, die Wahrheit zu erzählen, aber wir haben jetzt keine Zeit hierfür. Ich würde selber hineingehen, aber ich glaube, ihr werdet hier besser empfangen als ich. Natürlich, natürlich, ihr habt recht. Außerdem sieht der Hochmeister total beschäftigt aus. Mir sicher. Ja. Ich will mich mal um, ob es hier noch irgendwo Gewalte gibt, die. Gewalt aussehen. Oder sind die alle gerade im Götterdienst? Plus oder Minus Würfel. Ja, kommt. Du findest noch einen, der gerade nichts zu tun hat, ist wohl gerade dabei fertig, sich einem Soldaten dann das Leid klagen zu lassen und siehst du ein bisschen Verzweiflung in seinem Gesicht und ja, er ist erstmal ein bisschen resigniert, aber ist gerade zumindest fertig geworden, du könntest ihn dann ansprechen. Ehrwürdiger Vater? Oh, Praios zum Gruße, was kann ich für euch tun, Akolut? Es duldet keinen Aufschub, dass ich eine Schlüssel zu den Bleikammern erhalte. Ihr habt ein Artefakt, was verschlossen werden muss? Unglücklicherweise habe ich ein Artefakt, das entnommen werden muss. Kein Artefakt findet seinen Weg aus den Bleikammern heraus. Die Regierung ihrer kaiserlichen Majestät verlangt es. Könnte für den Hergang der Schlacht entscheidend sein. Ich sehe euch zwar an, dass ihr nicht lügt, aber ich brauche trotzdem ein Schreiben von... Nun ja, wenn es so dringlich ist, dann entweder ein Schreiben von dem Ordenshochmeister, er schaut dabei einmal rüber zu Raferian, oder nun ja, direkt aus Gareth. Wie gesagt, ich glaube euch, dass ihr nicht lügt. Das würdet ihr nicht tun, gerade in einem Praios-Tempel nicht, aber... Ich verwahre den Schlüssel nicht und ich kann euch leider nicht helfen. Könntet allerdings wohl den Schlüssel herbeiholen, ohne dass ich den Tempelvorsteher bei seiner Zeremonie unterbrechen muss. Ihr schlagt mir vor, dass ich etwas... Das hört sich an wie ein Diebstahl. Selbstverständlich nicht. Wo denkt ihr hin? Nun, ihr habt keine... Wäre es auch im Sinne des Tempelvorstehers... Wenn diese Praios-verfluchte Finsternis dort draußen so schnell wie möglich gebrochen werden kann. Ja, selbstverständlich. Aber ich mag euch glauben, dass dies wichtig ist, aber dennoch habe ich die Regeln, die ich einhalten muss. Ich kann euch nicht einfach einen Schlüssel zu den Bleikammern geben, wenn ihr dort etwas nicht verschließen wollt. Nun, er hat es selber erst vor einem Tag hineingelegt, damit es sicher aufbewahrt wird. Aber es gehört ihm doch nicht. Ich würde euch so gerne helfen. Ich würde euch so gerne helfen, aber wenn ihr dort nichts einschließen wollt, dann... Das Problem ist, wir haben es extra dort untergebracht, in der Absicht, es auch wiederzuholen. Und leider ist die Reichsregentin gerade ein klein wenig beschäftigt mit der Schlacht und kann keine Last für uns schreiben. Nun ja, dann sprecht doch mit dem Ordenshochmeister. Er steht doch gleich da drüben, dann müsst ihr nicht nach Gareth laufen. Das werde ich wohl tun. Also, machen wir es. Ja,
Dann nähere ich mich schweren Herzens, mein Hochmeister. Ah, ihr. Fähnrich. Euer Eminenz. Hab schon von euch gehört. Warum seid ihr nicht vorne? Ich muss euch Meldung erstatten. Dann tut das. Mir ist der Aufenthaltsort des Artefaktes, das von Drigo von Langenbruch aus den Bleikammern in Auralit entwendet wurde, bekannt. Ausgezeichnet. Ihr konntet es sicherstellen und hier in den Basaltkammern anschließen. Warum habt ihr keine Meldung gemacht? Seit wann liegt es dort? Es muss nach Auralit gebracht werden. Der erste Hofmager hält eben jenes Artefakt für essentiell zum Brechen dieser preisverfluchten Dunkelheit da draußen. Die erste Hofmager? Und sie spricht mit der Stimme der Reichsregentin. Ich gehorche allein Praios. Es ist ebenso explizite Order eures Vorgängers, dass das Artefakt in die Hofmager ausgehändigt wird. Wie viel auch immer euch das wert sein mag. Nimrod. Er wagt es also, sich in die Angelegenheit im Namen des Gotterfürsten sich etwas in den Mund zu legen? Niemals. Nicht solange ich das Amt des Hochmeisters innehabe. Und ich lasse mir von keinem Akoluten und Abtrünnigen meines Ordens darüber belehren, was ein Großinquisitor zu tun hat. Wer auf das Licht des Götterfürsten vertraut, bedarf eines solch niederträchtigen Handels, eines niederhöllischen Handels nicht. Niemals werden frevlerische Artefakte herausgegeben. Und wenn die Welt daran zugrunde geht, das ist mein letztes Wort. Wenn diese Knolle dort unten liegt, dann wird sie nach Auralit gebracht. Sie kann uns alle töten, sie kann uns alle vergiften. Das ist wahrscheinlich das, was hier passiert. Warum wir diesen Krieg verlieren? Weil Nimrod sie hier einschließen lassen hat. Ich werde ihn hängen. Und wenn die Welt daran zugrunde geht, müsst ihr euch nach eurem Tod Verrätern verantworten. Ist das ein Risiko, das ihr auf euer Haupt nehmen wollt? Wir sind von Praios Gesetzen, ist es die Ordnung zu wahren. Ich lasse mir von keinem Akoluten meinen Platz weisen. Nicht in einem Praios-Tempel. Und ihr macht mit dem marderverfluchten Dreckspakt einen Bund. Fähnrich, ich habe von euch und euren Geschichten gehört. Von eurer Hand. Von den Dingen, die ihr in Yol'Gurmak tatet. Ich weiß um euch. Dann wisst ihr auch, dass alles, was ich jemals tat, der göttlichen Ordnung gedient hat. Das Reich verdankt wahrscheinlich all sein Unglück euch. Jetzt beiseite. Ich kümmere mich nach dieser Schlacht um euch, um eure Zukunft. Männer, Aufstellung! In die Basaltkammern! Nun, das lief besser, als ich erwartet habe. Das war leider zu erwarten. Magistra, Garenor. Wir setzen diesen... Die Knolle muss zu Rakala. Ich werde mich jetzt der Zeremonie anschließen. Wir treffen uns in einer Stunde. In Ordnung. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt vorhat, aber... Nun, ich glaube nicht, dass wir irgendwas gegen so viele Wandstrahlen machen können. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerade sehen, wie Rafferian, der Odens Hochmeister, gemeinsam mit drei Bandstrahlern die Kellertreppe nach unten geht. Mit einem vielsagenden Blick hat sich Jalan jetzt der Zeremonie angeschlossen und lässt euch dort alleine. Was sagte er? Hat er vielleicht hintergründige Gedanken? Natürlich hat er das, das ist Jalan, aber ich bin ein Geweihter. Vielleicht, Kiaras, könntet ihr eure Überzeugungskraft anwenden, um noch einmal mit der Person, mit der wir vorhin gesprochen haben, eher ins Gewissen zu reden. Ich meine, ich kann es versuchen. Ob es helfen wird, ich bin mir nicht ganz sicher. Setzt euren Charme ein. Es wird schon funktionieren. Irgendwo neben euch geht ein unglaublich schwerer Stein, nieder, zerbricht ein paar Gebäude. Ihr könnt es hören, wie da dann viele Steine dann auch niedergehen und ein paar Menschen schreien. Die Artillerie schießt wieder. Das hängt Menschen, wir leben von euch ab. Ich folge dem Großmeister.
Möchte noch irgendjemand folgen? Aktuell ist Kiaras allein. Was ist mit Ömer? Wo läuft er rum? Was ist mit Rafim? Ömer und Rafim sind draußen, direkt sozusagen in der Nähe von Sichtweite von der Tür des Priors-Tempels, haben sich dort wahrscheinlich an eine Wand gelehnt und unterhalten sich darüber, was da jetzt wohl gerade innen drin alles passiert und wie erfolgreich wohl die ganze Geschichte mit diesem Großmeister ausgeht und dem Bericht. Ich würde auch das unsere Pferde schon mal bereit machen, falls da jetzt gleich Bornstahler rausströmen und sowas schreien wie: Nehmt sie fest, sie werden hingerichtet im Namen von Praios. Damit ich mich auf mein Pferd setzen kann und vor den wegreiten kann. Okay. Ich werde Kiaras begleiten. Vielleicht kann ich den Zorn so ein bisschen auf mich ziehen. Ich bezweifle, dass meine Anwesenheit förderlich ist für die Atmosphäre des Gesprächs. Deswegen würde ich mich zu Ömer nach draußen begeben. Herr Abelmir, warum seid ihr nicht zum Großmeister gesagt, dass Grüße von Colberra oder so? Nun, ich denke, dass wir wollten die Situation nicht noch ohne dich anheizen. Vielleicht kann Kiaras etwas ausrichten, wo Yalan fehlte. Aber ich dachte, dass wir dieser komische Bandstrahlerorden, die total einen an der Pfanne haben. Nun ja, sie stellen manchmal ihre Prinzipien über die Prinzipien der Allgemeinheit. Aber nun, das ist ordensinterner. Das müssen wir selber regeln. Wenn ihr euer Pferd noch bereit machen wollt. Ich habe ja gesagt, wir können über Mengbilla reisen. Da ist ihr auch schön um diese Jahreszeit. Mengbilla, naja. Dieses Schlangennest? Ja, da sind Duelle super akzeptiert. Oder waren das Überfälle? Eins von beiden. Nun, das ist schön da. Glaub mir. Dieser Vorort von Alanfa. Ich verzichte auf ihn gern. Das sagt ihr aber nur so lange, bis euch gleich 15 Priors-Geweihte und Bandstrahler verfolgen und sowas brüllen, wie verbrennt die Hexe. Nun, zum Glück bin ich keine Hexe. Na, warten wir ab. Ich hab doch ein Ass im Ärmel. Was habt ihr vor? Warten wir es ab, ob sie das Artefakt bekommen. Wenn sie es bekommen, brauche ich es nicht. Wenn sie es nicht bekommen, habe ich noch ein Ass im Ärmel, wie gesagt. Immer. Der Herr Fex wäre gar stolz auf dich. Natürlich. Immer alle Trümpfe bis zum Letzten behalten. Weißt du, wenn sie da rauskommen und wieder sagen, oh, wir haben es nicht geschafft, sag ich habe eine Lösung. Und das ist eine, bei der ich nicht irgendwas stehlen muss oder so, dass die Preisgewalt mich fertig machen. Ah, das ist natürlich sehr vernünftig. Du wartest bis zum letzten Moment, um dann als der strahlende Held aufzutauchen. Ich hau immer mal leicht auf die Schulter. Du Schlingel! Ich hoffe, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube schon. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Und so können Isarun und Kiaras die kalte Treppenstiege, die Wendeltreppe nach unten steigen. In das Herz des Berges. Ja, zwei, drei Stockwerke geht das nach unten. Dann könnt ihr sehen, wie zwei Bandstrahler vor einer geöffneten Tür stehen, die aufgeschlossen ist. Im Inneren einer Kammer könnt ihr gerade erkennen, wie wohl Ordenshochmeister Raferian mit einem dritten Bandstrahler im Inneren steht und dort etwas einpacken. Ihr könnt da eine große Kiste sehen, die da wohl gerade bereitet wird. Unglaublich schwer und wuchtig und ja, die Bandstrahler erkennen euch selbstverständlich und ich muss gerade gucken. Ja, Isarun ist natürlich anwesend. Sie greifen an ihr Schwert, aber sie ziehen es nicht. Haben die Schilde abwehrend vor sich, vor ihren Körper geschoben und ja, eben standen sie noch an den beiden Gängen, links und rechts, und jetzt stellen sie sich vor die Tür, sodass dann auch der Blick auf das Innere verschlossen ist. Halt, ein Priors-Name. Keinen Schritt weiter. Kehrt um, wo auch immer ihr herkommt. Stellt mich vor sie, bleibt stehen, zeigt absolut keine Aggressionen. Seid gegrüßt in Rajas Namen. Ich muss bitte das Wort an den Großmeister richten. Der Großmeister hat zu tun. Kehrt um. Im Namen der Götter, das kann ich leider nicht. Ich muss leider darauf bestehen, ihn zu sprechen. Eure Eminenz, hier ist jemand für euch. Ich kann gerade nicht. Er ist ein Geweihter. Ja, es klockt ein bisschen metallische Plattenstiefel, die dann auf den steinernen Boden sich dir nähern. Einer der Bandstrahler tritt so ein bisschen zur Seite. Kneift die Augen zusammen, guckt an dir vorbei und sieht Isarun. Mal der verfluchtes Dreckspack in einem Priors-Tempel. Was tut sie hier? Die Zwölfer auch mit euch.
Großmeister Ferian, euer Gnaden. Ich habe euch gefragt, was sie hier tut. Sie ist eine Begleiterin, ein Pfeil des Lichts. Das sehe ich. Ich bin hier, um die magischen Analysen an euch weiterzugeben, die das Artefakt betreffen, welches wir zur Hofmager bringen müssen. Um welches Artefakt? Die Knolle. Die Knolle, eben diese. Es gefällt mir genauso wenig wie euch, glaubt mir. Auch ich habe meine Bedenken mehrfach dagegen ausgesprochen. Doch ich habe auch mit der ersten Hofmager geredet. Und wir haben davon gehört, dass diese Wolke, dieses Unheil, das die Feinde mit sich geschleppt haben, nicht magischer Natur ist. Und die Hofmager spricht davon, dass dieses Artefakt das einzige ist, was diese karmale Wolke aufhalten kann. Diese Wolke kann nicht karmal sein. Kein Doch Gott würde uns jemals so eine Wolke schicken. Hört auf zu lügen in einem Paios-Tempel. Auch wenn wir tief in den Geweiden des Berges sind. Wir lügen nicht. Das ist genau die Analyse. Ich würde mich niederschlagen, wenn ich euch anlüge. Ich tue es nicht. Der Bandstrahl analysiert nicht, der Bandstrahl schließt weg. Wir kümmern uns um unsere Leute. Wir sorgen dafür, dass diese Knolle hier weggebracht wird. Sie hätte niemals aus den heiligen Kammern entfernt werden dürfen. Wir stimmen natürlich zu. Sie wurde es und jetzt wird sie benötigt. Es ist eine Waffe des Feindes, selbstverständlich. Doch wenn wir sie gegen den Feind wenden können, wenn es das Einzige ist, was wir gegen den Feind wenden können, um all das hier aufzuhalten. Diese Knolle wird benötigt. Es ist keine rein magische Bedrohung. Es ist auch eine karmale, eine überderische Bedrohung. Sie wird benötigt, um die Dunkelheit zu vertreiben. Ich appelliere an euch. Ich bitte euch. Als nächstes sagt ihr mir wahrscheinlich, dass ich den Ogerspiegel aus den Koschbasaltkammern entfernen soll. Oder dass ich euch den Eisenkragen von Praios Gegenspieler umlegen soll, damit es uns hilft. Seid ihr verrückt? Ihr seht so total überzeugt aus und ich kann keine Lüge in euch erkennen. Dann müsst ihr verrückt sein. Lasst euch von einem Neuroniten behandeln. Das werde ich tun. Sobald wir hier fertig sind, werde ich auf euer Wort dorthin gehen und mich untersuchen lassen. Doch leider haben wir jetzt keine Zeit dazu. Ich appelliere nicht an euch, dass ihr mir das Artefakt einfach übergeben sollt. Nein, ich möchte, dass ihr mitkommt, dass ihr aufpasst, dass ihr darüber wacht und... Sobald irgendetwas passiert, ich werde mit an eurer Seite stehen und alles an meiner Macht tun, um alles aufzuhalten. Der einzige Grund, warum der Pfeil des Lichts an dieser Knolle interessiert ist, ist das Potenzial, diese Wolke zu vertreiben. Anderenfalls, ich stimme euch vollkommen zu, dieses Artefakt hätte niemals aus dem Koschbasalt geholt werden dürfen. Wir benötigen es jetzt aber. Jede Minute, die wir hier länger verschwenden, reißen sich die Untoten durch unsere Reihen. Wir müssen die Wolke vertreiben. Bitte kommt mit. Bringt das Artefakt mit. Wir werden gemeinsam die Wolke vertreiben. Hört euch an, was der erste Hofmager zu sagen hat. Überzeugen plus 15. Pff. Moment, ist Überzeugen für mich Mirakel plus? Ich würde sagen, dass wir jeden gewarten Mirakel plus. Aber in dem Moment, wo du sagst, jetzt hier von wegen, oh Herren, steh mir bei, bla bla bla, überzeugen, erhöhen, sagt er auch, oh Praios, steh mir bei, schärfe meine Sinne und erhöht sich Menschenkenntnis im gleichen Maße. Und der hat mehr LKW als du. Aber du musst glauben, du musst eine Mirakelprobe, ja doch. Ja, also seine Menschenkenntnis wird ihm dann ja offenbaren, dass ihr recht habt. Das geht einfach, also du kannst da jetzt gerne Kamal gegensteuern, dafür ist das Zeug ja da. Dieses Mirakel Plus überhaupt für... Raya? Ja, geh ich schon vor aus, oder? Das kann man danach gucken. Mirakel plus für Raya, bla bla bla. Bla bla bla, überzeugen, ja natürlich. So wie alle Geweihte. Ja. Wegen der Götterseite 140. Ja, und ich kann da jetzt einen Kamalpunkt für einen Talentpunkt ausgeben, nicht wahr? Nein. Du machst deine Mirakelprobe und bekommst LKP Stern plus 5 als Talentpunkte. Kostet dich 5 Kamal. Mach ich. Oder eine Aktion, aber das ist gerade nicht relevant. Ja, also wir sind nicht im Kampf und du kannst da jetzt einmal kurz Raya anrufen und dann... Raya, schenke meinen Worten Ehrlichkeit. Genau, Liturgiekenntnis und dann kannst du danach deinen Überzeugenwert
Hast du noch ich hab die plus 15 dran. Ich hatte die plus 15 schon noch dran. Ja, nee, das solltest du nicht tun. Ja, das war ein Fehler von mir. Ah, du hast eine 20 gewürfelt. 5 Punkte, die abgehen, sind 3 THW, die übrig bleiben. 3 plus 5, also 8. 8 Punkte überzeugen plus. Das wird eh nicht funktionieren, aber ich versuch's gerade zu sehen. Das sind im Übrigen echte Talentpunkte, keine Erleichterung. Also du kannst sie auch überbehalten. Sind da die Boni drin? Ja, er hat dann THW auf 14 erhöht, oder? Hat er nicht von Haus aus 14? Nein, hast du noch ein Schicksalspunkt? Noch nicht 14. Ich habe meinen Schicksalspunkt ausgegeben, um die Swaffnicker weiter zu retten. Kann ich meinen zur Verfügung stellen? Würde ich erlauben, weil du anwesend bist und weil du... Ja, würde ich euch in den Pool stellen. Dann nimm meinen. Okay, ich würfel die 18 rein. 1 bis 14 ist gelungen. Ich glaube, die... Reicht, ne? Das reicht dann. Wie ist euer Name? Kiaras Karinor. Ein Alan Fana. Im Auftrag des Reiches. Wer ist der Götterfürst? Stell die Frage. Erkennt ihr Praios als den Götterfürsten an? Das tue ich. Gut. Ich werde euch und direkt euch und eure Begleitung dafür verantwortlich machen. Und bis ans Ende von Dere jagen, wenn die Knolle verschwinden sollte. Ich werde nicht von euch wegrennen. Es geht nicht darum, dass ihr wegrennt. Wenn die Knolle verschwindet, werde ich euch und eure Begleitung bis ans Ende von Dere jagen. Verstanden. Ich nicke. Ihr seid direkt dafür verantwortlich. Priodan, hast du sie eingepackt? Ja, eure Eminenz. Also gut.